Der 7. Juli 2023. Für die nächsten Tage ist sehr gutes Streckenflugwetter gemeldet. Mein Ziel, der Comer See. In meinem Kopf sehe ich mich schon, wenn alles gut läuft, im abendlichen Sonnenuntergang am See landen. Die Thermikprognosen, Windrichtung, alles scheint zu passen. Bepackt mit meiner Biwak-Ausrüstung und Essen für 3 Tage geht es los. Zusammen mit meinem Flügelmann Ben überqueren wir die Jachenau ins Karwendel. Beim Gleitschirmfliegen ändern sich die Dinge manchmal sehr schnell. Der Traum vom Comer See geplatzt und ich stehe zur besten Thermikzeit am Boden. Neustart. Frust beiseite schieben, auch wenn es schwer fällt, und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ein neuer Plan muss her. Nach einer Bergtour in der Mittagshitze bin ich 3 Stunden später schließlich wieder in der Luft. Die Thermik ist gut und ich komme zügig voran. Da der Tag allerdings recht fortgeschritten ist, setze ich mir als neues Ziel, noch heute den Alpenhauptkamm nach Südtirol zu überqueren. Das abendliche Ötztal ist wunderschön zu fliegen. Die Flughöhe beträgt hier über 4000 Meter, sodass auch die 3500 Meter hohen Gipfel heute kein Hindernis darstellen. Ich fliege das Riednauntal nach Osten, als die Thermik bereits schwächer wird. Vor mir liegt Sterzing und ich möchte mir an den Westhängen des Sounds einen geeigneten Lande- und Nachtplatz suchen. Nachdem ich eine Quelle entdeckt habe und der beste Platz ausgesucht ist, lande ich auf 2500 Metern. Den Abend verbringe ich in der netten Gesellschaft einer Ziegenherde mit Blick auf Sterzing und freue mich, dass sich der Tag doch noch zu meinen Gunsten gewendet hat. Am nächsten Morgen wache ich in einer dicken Wolke auf. Die Wetterberichte für den Tag sind allesamt leider eingebrochen. Nach ein paar gemütlichen Stunden mit den Ziegen starte ich gegen 11 Uhr direkt an meinem Nachtplatz. Mein Ziel für heute ist das erneute Zusammentreffen mit Ben, der 30 Kilometer von mir entfernt übernachtet hat. Dank moderner Navigations- und Trekkinghilfen treffen wir uns problemlos auf halber Strecke auf einem Gipfel. Gemeinsam fliegen wir in den sehr schwachen Bedingungen weiter in Richtung Osten. Es ist immer wieder komplett abgeschattet und wir müssen oberhalb der Baumgrenze einlanden, um das nächste Sonnenloch abzuwarten. Am frühen Nachmittag erreichen schließlich die Schauer der Alpen-Nordseite auch den Alpenhauptkamm und wir beenden den Flugtag gerade noch trocken. Juli. Für heute ist nochmal ein Top-Flugtag vorausgesagt. Unser Plan ist erst einmal das Pustertal zu queren und zum höchsten Gipfel der Dolomiten zu fliegen. Von dort aus soll es weitergehen über die 3 Zinnen, um dann gegen Abend den Großglockner am Alpenhauptkamm zu erreichen. Schon
Kurz nach dem Start sind wir auf über 3000 Metern. Wir überqueren das Pustertal. Vor uns am Horizont ist bereits die Marmolada, unser erster Wendepunkt, zu sehen. Wir fliegen in die Dolomiten ein, sicherlich eines der spektakulärsten und aufregendsten Fluggebiete der Alpen. Nach 2 Stunden Flugzeit erreichen wir nach einer Querung des Fassatals schließlich unseren ersten Wendepunkt, die Marmolada. Weiter geht es bei besten Flugbedingungen entlang der Tofane an Cortina vorbei und wir erreichen schon wenig später unseren zweiten Wendepunkt, die Drei Zinnen. Vier Stunden sind wir mittlerweile unterwegs und die Dolomiten liegen nun fast hinter uns. Noch einmal drehen wir in der Thermik an den schroffen Flanken der Rotwand auf, ehe dann die sanften Wiesenhänge voraus zu einer Mittagspause einladen. Frisch gestärkt geht es weiter und aus 3500 Meter nehmen wir Kurs auf den Großglockner. Es ist bereits nach 18 Uhr, als wir Matrei in Osttirol erreichen. An den Westhängen gibt es noch schwache Thermik und wir kämpfen uns Meter um Meter nach vorne. Noch etwa 15 Kilometer trennen uns vom Alpenhauptkamm und der Nordwind ist bereits deutlich zu spüren, der von dort aus uns entgegenbläst. Die abendliche Hochgebirgslandschaft ist ein Traum. Rechts neben uns unser letzter Wendepunkt, der Großglockner. Auch wenn uns das Leh des Nordwindes schließlich innerhalb weniger Minuten aus über 3000 Metern auf den Boden herunterholt, so schmälert es das Gesamterlebnis am Ende doch kaum. Wir landen am Fuße des Tauerntunnels und sind wenig später nach Wörgl getrennt. Unserem temperamentvollen Fahrer gelingt es schließlich noch, die entscheidenden 3 Minuten herauszufahren, sodass wir ohne Wartezeit direkt in den Zug steigen können, der uns nach Hause bringt.